Also wenn nachher irgendwas nicht funktioniert, dann wird sich die Community die Bestrafung ausdenken. Hey Leute und herzlich willkommen bei Hardware Deals. Ihr seht schon hier auf dem Tisch, hier stehen wieder jede Menge Komponenten, denn es ist ein neuer Monat und darum gibt es auch wieder einen neuen Gigabyte Gaming PC. Wir werden heute einen Gaming PC bauen, größtenteils aus weißen Komponenten, wird aber eher so ein bisschen ein Stormtrooper-Look, also schwarz-weiß. Und den PC werdet ihr natürlich auch wieder gewinnen können. In dem Video wollen wir auch herausfinden, wie schnell kann ich eigentlich so einen Gaming-PC bauen. Darum werde ich euch die Teile vorstellen. Dann werden wir so eine kleine Challenge machen. Wie schnell kann ich einen Gaming-PC zusammenbauen? Und dann werden wir den PC ganz kurz testen. Und anschließend könnt ihr das Teil gewinnen. Dieses Video wird präsentiert durch Interstuhl und den Absitzhocker. Der soll für Abwechslung und aktive Sitzen, zum Beispiel im Homeoffice, aber auch im Büroalltag sorgen. Wenn man auf dem Abs sitzt, hat man automatisch eine aufrechtere Haltung. Beim Bürostuhl ist es ja meistens so, dass man nach einiger Zeit dazu neigt, in eine gekrümmte Haltung zu verfallen. Wir benutzen den Hocker schon mehrere Jahre hier bei uns im Büro. Der eignet sich perfekt als flexible Sitzmöglichkeit und durch die kleine Größe steht er eigentlich auch nie im Weg rum. Der Ab lässt sich über die Schlaufe in der Höhe verstellen und die abgerundete Standfläche fördert das aktive und gesunde Sitzen. Ihr könnt zwischen 6 verschiedenen Farben und 14 verschiedenen Kissen wählen. Außerdem gibt es den Ab auch als Stehhocker. Alle Infos zum Interstuhl Ab findet ihr unten in der Videobeschreibung. Und bevor es jetzt gleich losgeht, wie immer noch vorab der Hinweis, falls ihr den PC im Anschluss selbst zusammenbauen möchtet oder hier irgendwelche Komponenten einfach so cool findet, dass ihr sie für euren eigenen PC haben möchtet, dann findet ihr alle Links zu allen Komponenten unten in der Videobeschreibung verlinkt. Da kommt ihr auch immer zum aktuellen Bestpreis. Neben der Verlosung von dem PC hier gibt es aktuell von Gigabyte auch noch eine zweite Verlosung. Und zwar könnt ihr aktuell den GS27FC Gaming Monitor gewinnen. Ist ein 27 Zoll Full HD 180 Hertz Monitor und auch die Verlosung läuft einfach wieder über Gleam. Den Link dazu findet ihr unten in der Videobeschreibung und da werdet ihr natürlich auch den Link zu der PC-Verlosung finden. Ansonsten hätte ich gesagt, wollen wir uns heute mal ein bisschen kürzer halten, weil viele von den Komponenten kennen wir schon und wir machen ja aktuell monatlich diese PC-Builds. Darum will ich euch heute nicht mit einer allzu trockenen Komponentenvorstellung langweilen. Das Herz von unserem PC ist mal wieder diese CPU hier. Ihr kennt sie alle. Es ist der AMD Ryzen 7 7800X3D. 8 Kerne, 16 Threads, 5 GHz Turbo-Takt und der 3D V-Cache. Dadurch eine der aktuell schnellsten Gaming-CPUs bei uns im Ranking auf Platz 2 der schnellsten Gaming-CPUs überhaupt und daher natürlich die perfekte Grundlage für diesen Gaming-PC hier. Übrigens, das gesamte Setup, also alles, was ihr gewinnen könnt, hat aktuell einen Gesamtpreis von so knapp 2100 Euro. Ist also schon ein sehr nicer PC, den ihr heute gewinnen könnt. Zum Einsatz kommt diese CPU hier auf dem Mainboard. Das ist das B650E Aorus Elite XAX Ice. Das Ice im Namen steht wieder dafür, dass wir es mit einem weißen Mainboard zu tun haben. Was wir auf dem Mainboard auch installieren werden, sind natürlich mal wieder Arbeitsspeicher und SSD. Beim Arbeitsspeicher haben wir wieder hier diesen Aorus RGB Memory, DDR5 Speicher, 6000 MHz, ist ein CL40 Kit. Wir werden das natürlich wieder auf CL30 stellen, hat bisher immer funktioniert, 32 GB. Sollte aktuell für einen Gaming-PC auch ausreichend sein. Und dann haben wir noch diese 1 TB SSD, ist eine Gen 4 SSD, wie auch der Name verrät. Aorus Gen 4 7300 SSD, 7300, weil wir 7300 MB pro Sekunde Leseraten haben. Was ich natürlich auch nicht vergessen darf, ist das Teil hier. Das ist unsere große IO-Wasserkühlung. Wir haben eine 360 mm IO-Wasserkühlung. Das ist die Aorus WaterForce 2 360. Auch hier wieder Eis, weil es die weiße Version ist von der Wasserkühlung. Und die ist natürlich eigentlich absoluter Overkill für unseren 7800X3D. Aber dadurch wird er wahrscheinlich auch sehr schön kühl und damit das ganze System auch leise bleiben. Darum werden wir diese IO heute in den PC einbauen. Beim Netzteil haben wir heute auch eine weiße Version. Ihr seht es schon, wir haben hier das UD Gold 850 Watt Netzteil in weiß. Das Netzteil ist auch ein alter Bekannter, haben wir schon mehrmals hier verwendet, ist ein ATX 3.0 Netzteil. Das Interessanteste für euch ist mit Sicherheit wahrscheinlich die Grafikkarte 7900 GRE, 16 GB Grafikspeicher. Von der Performance her auf jeden Fall eine sehr, sehr gute WQHD Karte und ich denke, das ist auch das, was das System hier sein soll. Dafür auf jeden Fall die RX 7900 GRE. Eine gute Wahl. Ansonsten, was die Karte leistungsmäßig kann, werden wir später natürlich in den Spieletests rausfinden. Zu guter Letzt wollen wir natürlich auch noch alles in ein Gehäuse einbauen und das ist dieses hier. Wir haben wieder das C301 Glas White in der V2. Das heißt, wir haben hier ein komplett weißes Gehäuse, in dem auch weiße Lüfter eingebaut sind. Ist preislich eher ein Einsteigergehäuse und sehen wir hier auf dem Channel tatsächlich auch nicht zum ersten Mal. Nochmal zur Erinnerung, falls euch irgendeins von den Teilen zusagt, alle Links unten in der Videobeschreibung, auch die Links zu den beiden Verlosungen. Und jetzt werden wir mal alles hier auspacken und für mich aufreihen, weil heute machen wir die Challenge. Wir waren ja bei Gigabyte auch auf der Gamescom.
kommt und da gab es viele Challenges, die man machen konnte. Man konnte dann nicht nur gegeneinander spielen, sondern es gab auch eine PC-Bau-Challenge. Also keinen kompletten PC, aber zumindest mal so ein Mainboard mit allen wichtigen Komponenten konnte man da zusammensetzen. Und ich war doch echt überrascht, wie schnell ihr teilweise seid oder allgemein, wie schnell da die Besucher waren und sowas zusammenbauen konnten. Darum habe ich mir gedacht, ich mache heute mal die Challenge und baue ja den PC auf Zeit zusammen. Dann könnt ihr gerne mal in die Kommentare schreiben, falls ihr aktuell auch in der nächsten Zeit einen PC bauen solltet, wie lange ihr dafür gebraucht habt. Gut, wir bauen mal alles auf und dann sehen wir uns gleich wieder zum PC-Bau-Speedrun. So, wir haben jetzt hier alles aufgebaut und auch schon alles ausgepackt. Wir haben auch schon den Timer hier vorbereitet und ich weiß nicht, ob ich bereit bin. Ich habe auch gar keine Selbsteinschätzung, wie lange ich dafür brauchen könnte. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, was ihr denkt, wie lange ich brauche. Und ihr könnt auch mal in die Kommentare schreiben, was ihr denkt, wie lange ihr braucht. Wir haben es mir ein bisschen einfacher gemacht, indem wir alles ausgepackt haben, aber wir haben nicht alles ausgepackt, also ist so ein Zwischending. Gut, ich hätte gesagt, wir legen los und go! Ich fange an, indem ich hier unser Retention-Modul erstmal abmache, weil ich weiß ja, dass wir unsere Wasserkühlung nachher installieren. Man könnte so als nächste Stufe machen, dass ich so einen PC mal versuche, blind zusammenzubauen. Zumindest die Gigabyte-PCs, die wir jeden Monat zusammenbauen. Irgendwann geht es einem, glaube ich, ins Blut über. Am längsten Zeit wird nachher die Verkabelung in Anspruch nehmen. Die Frage ist, wann ist die Challenge erfüllt? Der PC muss einfach nur angehen und ins BIOS booten, hätte ich gesagt. Das ist ja fast so, als würde ich einen PC bauen. Ich weiß nicht, wie lange du gebraucht hast, aber ich kann mich erinnern, dass wir mal einen ganzen Tag beschäftigt waren. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, ob ihr auch Gerson sein PC-Bau-Video gesehen habt. Falls nicht, dann solltet ihr auch das natürlich nachholen. Er hat nämlich seinen allerersten Gaming-PC hier in einem Video gebaut. So, gibt es eigentlich Zeitstrafen für nicht angeschlossene RGBs oder Lüfters? Er hat natürlich. Also wenn nachher irgendwas nicht funktioniert, klar, dann wird sich die Community die Bestrafung ausdenken. Im letzten Schritt kommt dann jetzt hier noch die Grafikkarte vorne rein. Wenn ich die Zeit stopp, dann darf ich danach nichts mehr dran verändern. So. Zack, Seitenwand geht ohne Probleme drauf. Sieht gut aus. Also, stopp. Er ist fertig. Jetzt müssen wir ihn natürlich auch live anschalten und hier kurz einen Monitor drauf stellen, dass die Leute auch sehen, ob er funktioniert oder nicht funktioniert. Deswegen machen wir das natürlich ohne Cut. Das wäre ja sonst geschummelt. 43 Minuten, 42 Sekunden. Scheiße. Nein, was ist passiert? Er geht nicht an, Gerson. Ich habe Scheiße gebaut. Oh nee, ich Idiot, ich habe bei den Frontpanel-Kabeln irgendwas falsch angeschlossen. Ich hab HDD-LED in den Power-Switch reingesteckt. Also ihr könnt ja schon mal in die Kommentare reinschreiben, was ich als Bestrafung machen muss. Ja. Ich nehme an, dass es eine ganz, ganz üble Bestrafung wird. 24 Stunden Fortnite-Marathon auf Gaming-Shop-PC. Auf gar keinen Fall. Nächster Versuch. Und jetzt läuft er, ne? Ja, es wär auch komisch gewesen, wenn nicht, ja. Der ist vorher rausgerutscht. Also ich hatte ihn richtig drin, dann ist er rausgerutscht. Und das Problem ist, der Power, also Power Switch und HDD-LED sind beide so ein doppelter Stecker gewesen. Und dann habe ich sie einfach vertauscht, weil ich nicht nochmal hingeguckt habe und sie einfach wieder reingesteckt habe und halt ein Idiot bin. Ja, wir haben Bild. Damit ist die Challenge, ja, weiß ich jetzt nicht. An der Zeit hätte es halt nicht viel ausgemacht, ja. Ihr könnt mal in die Kommentare schreiben, wie gütig ihr mit mir seid. Aber ihr seht, selbst mir passieren solche Fehler beim PC zusammenbauen. Niemand ist davor gefeit und dennoch schafft es mit Sicherheit jeder, so einen PC zusammenzubauen. Und ich hätte gesagt, ansonsten, weil der PC, der sieht ja echt schick aus, versorgt euch der Tobi jetzt mit einem nicen PC-Port. Ich hoffe, euch hat gefallen, was ihr gesehen habt. Ich finde auf jeden Fall, ist mal wieder
ein ganz schicker PC geworden. Hier auch in diesem schwarz-weißen Look. Ist vielleicht nicht für jeden was, aber könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, ob ihr vielleicht lieber eine weiße Grafikkarte auch im weißen PC hättet. Aber ich weiß, es gibt auch Leute, die machen mit Absicht sogar so einen Stormtrooper-Look und dann passt es ja. Auf jeden Fall haben wir für euch schon Benchmarks durchlaufen lassen, zumindest mal ein 3D Mark Times bei, dass ihr das Ganze vergleichen könnt. Da kommen wir auf 19.774 Gesamtpunkte, 22.136 Grafikpunkte und 12.325 CPU-Punkte. Damit auf jeden Fall ein sehr potentes System, gerade wenn wir das vergleichen mit dem letzten Gaming-Schrott-PC, den wir getestet haben. Und ich hätte gesagt, wir gehen jetzt aktuell in das grafisch anspruchsvollste Spiel, was es so gibt, und zwar in Black Myth Wukong. Also wir sind drin im neuen Wukong, ist glaube ich aktuell das grafisch so ziemlich anspruchsvollste Spiel und jetzt haltet euch fest, wir zocken sogar in 4K-Auflösung, ja, weil wir einen 4K-Monitor haben. Das hier ist ja der M28U, der Gigabyte-Monitor, den wir auch ganz, ganz oft empfehlen und den könnt ihr natürlich mitgewinnen, falls ihr den PC gewinnt. Gewinnt ihr auch diesen Monitor mit, 4K 144 Hertz Monitor und ihr seht, Wukong läuft auf Grafikeinstellungen sehr hoch in 4K-Auflösung, natürlich mit AMD FSR aktiv und auch Fluid Motion Frames ist aktiv, läuft das mit, ja, so knapp 90 FPS. Gerade eben hatten wir auch mal 100 auf der Uhr. Ich denke, das kann sich auf jeden Fall sehen lassen. Und dann stellen wir mal noch ganz kurz auf WQAD-Auflösung, damit wir das auch abhaken können. Weil ich habe ja vorher gesagt, das ist eher ein WQAD-Gaming-PC. Da würde ich die Grafikkarte auch eher einordnen. So, dann machen wir WQAD und AMD FSR, ja, können wir auch anmachen. Das ist jetzt 75%. Dann wird es wahrscheinlich in Full HD berechnet, hochskaliert. Fluid Motion Frames würde ich anlassen. Dann stellen wir die Grafikeinstellungen noch auf Kino, was der höchste Modus ist. Und dann schauen wir mal, was passiert. Da haben wir wahrscheinlich nicht mehr so viele FPS. Wobei doch, wir haben dann immer noch 90 FPS. Aber dafür sind es natürlich auch die höchsten Grafikeinstellungen im grafisch anspruchsvollsten Spiel, was es gerade so gibt. Und hier ist ein Bossgegner, da werde ich wahrscheinlich nicht lang bestehen. Ne? Okay, perfekt, ich bin tot. Damit hätte ich gesagt, ich glaube, der Wukong-Test ist bestanden. Wukong kann man auf jeden Fall vernünftig spielen. Selbst in 4K hat es funktioniert, natürlich dank AMD FSR und damit, dass es auf einer niedrigeren Auflösung berechnet worden ist. Aber klar, ich meine, es ist halt eine 7900 GRE, ist eine super starke Grafikkarte. Ich hätte gesagt, wir gehen vielleicht noch ganz kurz rein in Cyberpunk und dann freue ich mich auf eine Runde Fortnite. Wir sind in Cyberpunk und wir spielen in WQAD-Auflösung, native Auflösung. Das heißt, ich habe kein FSR aktiv und das Preset ist Ultra. Ihr seht schon, so sieht das Spiel ziemlich gut aus und wir sind hier auch an einer sehr anspruchsvollen Stelle, wo halt super viele NPCs rumlaufen. Ihr seht schon, hier ist ordentlich was los, aber wir haben trotzdem nach wie vor so 90 bis 100 FPS und was die Temperaturen angeht, also 60 Grad auf unserer GPU, 67 Grad auf der CPU, ja, das ist schon ganz gut. Ich meine, unsere GPU, die verbraucht fast 300 Watt, trotzdem nur 60 Grad warm, also das Custom Design kann auf jeden Fall was. Dennoch muss man sagen, mit der Grafikkarte wird es wahrscheinlich sehr schwer, wenn ihr mit aktiviertem Raytracing spielen wollt, dann müsst ihr auf jeden Fall FSR aktivieren. In WQAD bin ich da nicht so der größte Freund von, das spiele ich lieber wie jetzt hier in native Auflösung. Und das würde ich euch auch empfehlen, wenn ihr Cyberpunk spielen wollt. Ich denke, 100 FPS in WQAD, native Auflösung mit Ultra-Einstellungen, das spricht für sich. Da kann man ganz ordentlich spielen, das macht so auch Spaß. Und darum hätte ich gesagt, gehen wir jetzt in ein Spiel, was mir noch viel mehr Spaß macht, und zwar in Fortnite. Also endlich mal wieder Fortnite auf einem vernünftigen Gaming-PC. Wir spielen in WQHD, native Auflösung und auf dem Preset Episch nur 3D Nanite ist deaktiviert. Und ich hätte gesagt, so werden wir auf jeden Fall den Win nicht bekommen, weil ihr wisst ja, wie das ist. Je schlechter der PC, desto besser mein Gameplay. Und darum könnt ihr euch jetzt auf was gefasst machen. Auf jeden Fall haben wir im Landeanflug mal 150 FPS. Das ist schon ziemlich gut. Und jetzt muss ich eigentlich nur noch ein gutes Gameplay hinlegen. FPS und Temperaturen, die sprechen hier auch wieder für sich. 60 Grad auf der CPU, 60 Grad auf der GPU. Unsere CPU, die kann theoretisch immer noch ein bisschen heißer werden. Ich habe die vorher auch schon mal über 70 Grad gesehen. Das liegt einfach daran, dass ich die Lüfterkurve hier relativ niedrig eingestellt habe. Aber ich denke, alles in allem sollte das schon passen. Wo sind denn jetzt die Gegner? Ich glaube, die verstecken sich vor mir, Gerson. Okay. Zack, weg ist er. Ja, was passiert mir? Boah.
Intens. Und wir haben den Epischen geholt, Gerson. Geile Sache. Ich glaube, so eine gute Runde hatten wir noch nie. Ihr dürft gern mal mein Gameplay auf einer Bewertungsskala von 1 bis unglaublich wahnsinnig guter Skill bis 10 bewerten. Quasi E-Sports-mäßig. Ich weiß, hey, mir fehlen hier schon die Worte. Ne? Das war schon sehr intensiv, Gerson. Ich denke, ich sammle mich jetzt. Und dann kommen wir direkt zum Fazit. So Leute, wir haben endlich mal wieder den Epischen geholt und ich denke, er kompensiert das, dass ich beim PC-Bau ein bisschen gefailt hatte und der einfach nicht angegangen ist. Ich bin jetzt auf jeden Fall sehr gespannt, was ihr euch als Bestrafung für mich ausdenkt. Ich hoffe, ihr seid nicht allzu gemein zu mir. Ansonsten, ich denke, der PC ist auf jeden Fall wirklich vernünftig geworden. Derjenige, der den PC gewinnt, wird sich auf jeden Fall darüber freuen. Den Monitor gibt es ja auch noch dazu. Vielleicht lassen wir das nächste Mal beim nächsten PC irgendjemand anderen hier aus dem Team mal einen PC bauen, weil der Gerson hinter der Kamera, der hatte heute schon ein ziemlich loses Mundwerk an manchen Stellen. Vielleicht muss er den PC das nächste Mal ja sogar in unter 43 Minuten bauen. Könnt ihr auch mal in die Kommentare schreiben. Falls ihr diesen PC hier gewinnen möchtet, Link dazu ist unten in der Videobeschreibung, auch zu der Verlosung von dem Gigabyte-Monitor. Am besten mal bei beiden vorbeischauen und ja, falls euch irgendeine von den Komponenten hier von dem PC besonders gut gefallen hat oder ihr sagt, ich möchte genau diesen PC hier selbst nachbauen und selber herausfinden, wie viele Minuten ich dafür brauche, dann findet ihr alle Komponenten unten in der Videobeschreibung verlinkt. Da kommt ihr immer zum aktuellen Bestpreis. Ich werde jetzt auf jeden Fall ein bisschen meinen epischen Sieg feiern gehen und ich hoffe einfach, dass euch dieses Video hier gefallen hat. Wenn ja, Leute, dann lasst uns gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da und ich hoffe, ich sehe euch im nächsten Video.